Assassin's Creed 4 hier auf der E3. Geiles Game, oder? Sieht Hammer aus, der Trailer. Also wir haben schon ein paar Bilder gesehen. Es sieht unglaublich gut aus. Also Black Flag steht im Vorgänger in gar nichts nach. Und wir spielen jetzt mal den Multiplayer-Teil. Das heißt, der Sari und ich, wir geben uns mal gegenseitig auf die Fresse. Und zwar im Frantic Mode. Das ist ein neuer Modus, der eingeführt wurde, wo wir quasi in möglichst wenig Zeit möglichst viele Kills machen müssen, Stunts, was auch immer. Ja, wir müssen im Prinzip immer einen jagen und der andere wird gejagt. Das heißt, du musst dich immer, das geht so reihum hier mit den ganzen Leuten. Ziemlich lustiger Spielmodus, wir sind mal sehr gespannt. Den Singleplayer können wir euch leider noch nicht zeigen, der wird noch entwickelt. Aber immer in den Multiplayer ein paar Einblicke. Ich glaube, das ist mittlerweile das 25. Game, was wir hier spielen. Wir haben ein paar harte Tage hinter uns, aber für Assassin's Creed macht man das ja gerne, ne? Ja, aber hallo, also da bin ich ganz weit vorne mit dabei. Hätte man gleich am ersten Tag machen sollen, einfach so fit waren. Jetzt werden wir natürlich total versagen, wie auch am ersten Tag, als wir noch fit waren. Aber darauf kommt es gar nicht an. Hauptsache, wir haben ein bisschen Spaß. Und wir zeigen euch jetzt mal ein bisschen Assassin's Creed 4 Black Flag Multiplayer. Yeah! D'Artagnan, mein Name. D'Artagnan. Nein, das ist mein Charakter. Und da sehen wir, die Charaktere, die gefällt mir natürlich am besten, muss man ehrlich gesagt sagen. Aber hier, das sind verschiedenste Charaktere zum Multiplayer. Und der Gronkh wurde gerade schon hingerichtet, wie man sieht. Das ging ratzefatze. Ich wusste überhaupt gar nicht, wer mich da gekillt hat. Aber es war zumindest eine hübsche Frau. Und ich bin hier so ein Aristokratentyp mit so gebudeter Lausperücke. Und muss mal ganz kurz gucken, wie die Steuerung geht. Das muss ich mal rausfinden. Und dann werde ich mal versuchen, ob ich hier mal ein paar Leute vielleicht... Bringt das was? Ich weiß es gar nicht. Ich hau die jetzt hier alle um. Aber das scheint nicht zu funktionieren. Ich laufe mal ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie ich jumpen kann. Hier change ich mal kurz meine Tarnung. Jetzt bin ich auch eine Heiße. Aber ich weiß dann auch gar nicht, wie ich springen kann und sowas. Ich habe bei Assassin's Creed, bin ich ja nicht so der Spieler, der Großartige. Der Sarazar kennt sich ja wesentlich besser aus als ich. Und ich gebe hier einfach mal mein Bestes. Da ist meine Tarnung mal schon wieder weg. Nein! Und ich werde schon wieder umgebracht. Ich muss jetzt erstmal lernen. Sorry, Sarazar moderiert weiter. Ich muss das Spiel erstmal lernen. Aber dann... Yeah, ich habe gerade wen umgenietet. Seht ihr, ich habe gerade meinen Target gefunden und wurde danach aber auch direkt erwischt. Von einer jungen Dame. Aber ich habe immerhin einen erledigt. Also ich habe gerade den ich jagen musste, erledigt. Wurde dann aber direkt erledigt von dem, der mich gejagt hat. Aber ich muss sagen, es sieht hammergeil aus. Wir übrigens hier mit dem PlayStation 4 Controller schon am Spiel. Das ist sozusagen die Vor-PlayStation 4 Version. Das ist zwar noch eine PC-Variante. Oh, aber... ja, es ist, jetzt bin ich gerade hingerichtet worden, ausnahmsweise. Da liegt auch wieder mein Charakter. So, das Geile ist, man kann in Tarnung gehen. Also ihr seht das hier jetzt zum Beispiel, kann ich mich tarnen. Und ich muss sagen, die Tarnung sieht nicht schlecht aus, ne? Also, oh la la, Hallöchen. So ein bisschen arabischer Style, so eine arabische Piratin. So, und jetzt seht ihr hier den Kompass. Und jetzt zeigt mir an, wie nah ich an dem Feind dran bin, den ich gerade jagen muss. Also ich gehe mal ein bisschen weiter, bin ein bisschen heiser, also nicht nur Augenringe, sondern bin mittlerweile auch völlig heiser vom ganzen Quatschen, weil es halt auch überall super laut ist. Oh, 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 da ist ein neuer Verfolger hinter mir, ja? Guck mal hier runter, aber hier muss ich lang, geh mal hier rüber. So, und wir nähern uns dem Ziel langsam, aber sicher. Ah, okay. Also ja, ich kriege auch ein bisschen Hilfe nebenbei. Und das Target, unser Target ist ziemlich weit weg. Oh, jetzt da ist er. Da ist er. Zack. Und da habe ich ihn hingerichtet. Oh nein, aber da kommt der andere. Sehr geil. Also ich habe gerade wieder den anderen erledigt. Dann wurde ich aber direkt von meinem Competitor eliminiert. Ein sehr geiler Spielmodus, der natürlich ziemlich viel Tarnung und sowas erfordert. Aber immerhin haben wir zum 2 Punkte gemacht. Da sind wir schon mal besser als der Gronkh, der mit 0 Punkten hier abgammelt. Aber gut ist das immer noch lange nicht. Man muss aber auch dazu sagen, dass Gronkh auch nie Assassin's Creed spielt. Ich habe ja schon ein bisschen Vorerfahrung gesammelt. Aber ich glaube, wir sind so oder so die letzten beiden. Aber das ist ja nichts Neues. Warte mal gerade, da, das sieht mir doch. Ja, ich zweifle. Jetzt nehme ich mal gerade hier die Tarnung. Damit das nicht so auffällt, weil da verfolgt mich gerade einer. Und jetzt gehen wir immer näher an unser Ziel. So ganz unauffällig möglich. Zack, guck mal hier. Bam. Ha, erledigt. Das läuft auch wie am Schnürchen. So, jetzt gehen wir nochmal hier in den Tarnmodus kurz. Aber das ist momentan noch nicht möglich. Man muss immer ein bisschen Zeit verharren lassen, bis der Tarnmodus wieder aktiviert ist. Ich kriege ja immer nebenbei irgendwie so ein bisschen Tipps von unserem Freund. Der kann das Spiel. Oh, das ist mein Target. Seht ihr da oben? Das ist mein Target. Okay,
Okay, da geht er lang. Okay, ich verfolge ihn jetzt mal. Wir machen das mal jetzt nicht mehr so unauffällig, sondern wir beeilen uns jetzt einfach mal. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Muss ja irgendwo sein, unser Target, unser Ziel. Ah, der ist weiter oben. Da ist er. Da ist unser Ziel. Der ist er. Zack. Scheiße. Ich hab's geschafft. Oh, da bin ich nochmal draufgetreten gerade. Habt ihr gesehen? Das war sehr, sehr freundlich. Oh! Lass es sein! Aua, aua, aua! Na, immerhin haben wir schon 4 Punkte. Damit belegen wir einen glorreichen 7. Platz in dieser Runde. 5. mittlerweile sogar. Das geht ja. Und ich dachte, ich schneide viel schlechter ab. So, jetzt muss man ein bisschen rennen. Und der Typ ist ein bisschen weiter weg. Aber man muss natürlich hier auch möglichst unauffällig sein. Also, wie auch beim vorigen Multiplayer von Assassin's Creed, gilt es nicht unbedingt aufzufallen. So, hier muss er irgendwo sein. Ah! Shit, da wurde ich eliminiert. Vom Slaughterer. Der hat mich erwischt. Und da legt sich mein Charakter nieder. Das gilt halt wirklich. Aber 5. Platz, ey Leute, damit bin ich mega zufrieden hier gerade, weil die meisten Spiele natürlich schon viel öfter gezockt haben. Also, das geht. Übrigens nochmal Entschuldigung für meine Stimme, die ist echt extrem heiser mittlerweile. Aber das gehört halt nun mal dazu. Wir spielen hier natürlich auf einer E3 und da gibt man ja alles für die Community, damit ihr ein paar coole Einblicke bekommt in das Spiel. So, den habe ich gestunt, der wollte mich verfolgen. Das gibt einen extra Punkt. So, jetzt. Und das ist mein Ziel und das schnappen wir uns jetzt. Der merkt nicht, dass ich hinter ihm her bin, er rennt. Ist nicht gerade der unauffälligste unbedingt. Guck mal, jetzt hier, zack. Yo, und schon haben wir 6 Punkte und den 4. Platz mittlerweile. 30 Minuten geht dieses Match noch. Ich muss sagen, sehr interessanter Multiplayer-Modus, also absolut. Geh ruhig nochmal auf den Screen, das ist interessanter als der Sarazar. Okay, 6 Punkte. Jetzt müssen wir unauffällig bleiben nach Möglichkeit. So, hier übers Dach mal gehen und uns langsam aber sicher an den Feind ranpirschen. Und unser Ziel, dass hier irgendwo sein muss. Wir sind hier ganz... Ah, da ist er. Da ist er. Ah, shit. Ich hab's gerade gesehen, aber dann hat er mich erwischt. Kacke. Okay, ey, wir sind 4. geworden. 4. Super, oder? Das war doch eine gute Nummer. Und der Gronkh, der lässt mal den Controller eben fallen von der PlayStation 4, aber dein Eindruck? Naja, ich habe es am Anfang nicht ganz gerafft, muss ich zugeben, weil ich habe mit Assassin's Creed leider nicht so viel zu tun wie du zum Beispiel. Aber am Ende ging es eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Es macht Spaß, wenn man die Leute findet. Es macht nicht so viel Spaß, wenn die Leute einen selbst finden, muss ich zugeben. Du hast dich aber gut geschlagen, ne? Ja, erstaunlich gut. Ich bin selber sehr überrascht, aber es hat auch echt Spaß gemacht. Also ein echt geiler Multiplayer-Modus. Noch viel gespannter bin ich natürlich auf den Singleplayer, wenn wir dann als Pirat über die Meere ziehen. Und wir ziehen jetzt weiter über die 3. Bis zum nächsten Video.